Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, wir starten mal als erstes mit der Entwicklung bei Gold. Die hat ja heute doch eine gewisse Dynamik entwickelt, aber ich muss hier weiterhin alle enttäuschen, die sich jetzt hier gerne was anderes wünschen würden. Ich bleibe hier ganz klar aktuell bei der Meinung, dass das, was wir aktuell gesehen haben, hier eine zwar heftige, aber weiterhin korrektive Gegenbewegung ist, denn diese Bewegung hier unten kann ich nur als korrektiv einstufen. Also ich muss da davon ausgehen, dass das alles hier eine dreiteilige Bewegung ist, sprich, dass wir hier unten dann in einer A, B und jetzt hier entweder in einem A, B, C oder auch in einfach in einem Fünfteiler hier nach oben in der C von B uns bewegt haben und die ganze Geschichte hier wieder richtig schön runterkommen wird. Der Markt hat ja bislang auch, das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, ich meine, wir waren jetzt hier in der Spitze bei 16,98, wir sind jetzt hier bei 16,38. Das ist jetzt allerdings gerade, das ist ja immer leider hier, dürfen ja keine Live-Charts hier verwenden. Etwas delayed, ja, wir sind jetzt bei 16,41, also das sind jetzt $3 Unterschied, also das heißt, sprich, wir haben hier von der Spitze eigentlich schon wieder dann $60 abgegeben, also das muss, sind schon hier Schwankungen, hier kommt richtig Dynamik in den Markt rein, aber wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt hier Gold auch massivst überkauft gewesen in der Spitze, wir gehen davon aus, er kommt runter, wir warten jetzt noch auf unser Short-Signal, das kann möglicherweise noch heute kommen und dann werden wir hier einen Short-Einstieg tätigen. Und das gleiche gilt auch für Silber. Da hatten wir heute zum Daily Market Update nochmal den Count etwas angepasst. Das hat auch jetzt bislang perfekt gepasst mit dem Anlaufziel. Auch hier kann es jetzt sehr rasch zum Short-Einstieg kommen. Und dann werden wir hier unten diese Bewegung mitnehmen. Und dann erwarten wir hier auf jeden Fall hier ein Anlaufen von rund 10,66. Beim GLD ist das Ganze jetzt noch schöner zu sehen. Aktuell, der ist ja immer noch, war ja völlig im Rahmen für diese B. Da haben wir jetzt das 78,6 Retracement angelaufen. Das hat er auch wirklich exakt getroffen, trotz dieses riesen Gaps, den wir hier mal wieder gerissen haben, und das kann es hier ohne Probleme schon gewesen sein in der B-Welle. Ja, und dann kommen wir aktuell zu den Minenwerten. Also ich habe jetzt hier mal heute nur den GDX, GDXJ, die Einzelaktien können wir uns dann am Donnerstag nochmal anschauen. Bitte wirklich, ich kann nur inständig darum bitten, hier nicht dem Glauben zu erliegen, dass das hier irgendetwas mit einer Bodenbildung oder einem neuen Aufwärtsimpuls zu tun hat. Das ist ein Flickenteppich sondersgleichen, den wir hier produziert haben. Also da gibt es, mal abgesehen davon, dass ich grundsätzlich hier weiterhin ganz, ganz klar der Meinung bin, dass es sich hier um eine korrektive Gegenbewegung handelt, die hier in irgendeiner Form eine dreiteilige Bewegung ausbauen wird, ist es einfach auch aktuell hier ein Chartbild des Grauens. Ja? Also alleine das, was hier unten schon hochgekommen ist, das ist keine 1, das ist auch keine 2. Also im besten Fall ist das eine A, eine B, eine A, eine B und wir machen jetzt die C von der B oder wie auch immer, von der B in der Abwärtsbewegung, also sprich, dass das alles hier runter kein fünfteiliger Impuls ist, wobei, da muss man auch dazu sagen, könnte es immer noch sein, denn wenn ich mir das hier, wenn man das hier sich anschaut, wir haben hier quasi die 1 noch nicht geschnitten, also das wäre immer noch möglich, dass das alles eine 4 ist, aber es sieht doch eher danach aus, dass das A, B und dann C von der C hier runter wird, um dann eben diese Korrektur abzuschließen, aber das ist, muss klar sein, das hat hier nichts, rein gar nichts mit dem Auftakt zu einer Impulsbewegung zu tun. Und das gleiche gilt hier auch für den GDXJ. Da sieht das Ganze fast noch übler aus. Und auch hier bleibe ich dabei, das kommt nochmal runter, die ganze Geschichte. Ja? Also wer jetzt hier auf die Idee kommt zu sagen, das ist 1, 2, 3, 4, 5, bitte. Also wirklich, das... ja... Das ist wirklich das Papier, wurde früher hat man gesagt, das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Das ist hier für mich eine ganz, ganz klare dreiteilige Struktur. Das hat hier nichts mit einem Impuls zu tun, in keinster Form, ja, weil das wäre die lächerlichste 2 in der Geschichte von Zweiern. Und das ist hier auch wieder runtergekommen. Das kann man sogar hier auch wiederum als Fünfteiler zählen, wenn man möchte. Und der sieht besser aus wie der hier nach oben. Ja. Also auch alleine diese überlappenden Strukturen und das ganze Thema, sorry, das ist de facto hier aktuell keine Aufwärtsbewegung, mit der wir es hier zu tun haben. Da könnte man sich sogar noch überlegen, da haben wir jetzt halt leider ein bisschen überschossen, sonst hätte man sich sogar überlegen können, ob das hier nicht in der B-Welle hier sogar in eine Art in ein Dreieck reinläuft, ja, und wir dann das damit dann eben hier diese B abschließen.
Wenn ich mir das hier unten auf der Unterseite anschaue, dann würde das sogar noch ganz gut passen, wenn wir das hier mal einzeichnen, dann das sauber hinkriegen und dann könnte man das natürlich sich überlegen, ob das so ist. Dann wäre das A, B, C, D, E und dann könnten wir uns hier nach unten verabschieden, respektive man könnte es auch als A zählen, das alles als B, C, D, E und dann würde sich das nach unten verabschieden. Also das ist durchaus was, was man sich hier überlegen kann. Dazu würde auch dieses überlappende Gemetzel passen, was wir hier gerade im Begriff sind eben oder ja, was wir de facto hier ausgebaut haben, respektive aktuell ausbauen. Und das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee hier, das mal als Überlegung einzubeziehen, das jetzt hier als Dreieck eben auch letztlich zu zählen, insbesondere weil ich mir gerade hier auffällt, dass das hier sogar im GDX fast noch etwas besser passen würde. Ja. Ich meine, es ist durchaus möglich, dass so ein Dreieck eben auch, wenn ich das hier oben ansetze, dass wir eben hier auch mal ein Überschießen sehen. Also wäre das auch hier A, B, C, D, E, dann hätten wir das sogar schon. Ja. Und dann würde sich die Nummer hier wieder impulsiv nach unten verabschieden. Also wie man es auch nimmt, ich gehe davon aus, korrektiv in beiden Fällen und wir sehen danach tiefere Kurse. Ich habe auch nochmal kurz den SLV-Chart mitgebracht. Auch hier, das hatten wir ja schon in Updates angesprochen, ich habe den jetzt mal ganz rudimentär übergeordnet hier eingezeichnet. Das ist das nächste Ziel, das haben wir aber allerdings schon fast angelaufen. Da muss man sogar davon ausgehen, dass der bis hier unten runterkommt. Bei dem Produkt insgesamt wäre ich aktuell mal ein bisschen vorsichtig, wie der sich im weiteren Verlauf entwickelt, ja, je nachdem wie auch Silber sich dann entwickeln sollte, bevor man da dann eben entsprechend wieder einsteigt. Ja, dann kommen wir zum Dow, S&P und DAX nun. Dow macht Boden gut. Wir sind jetzt hier knapp wieder bei 20.000 Punkten angelangt. Also da ist richtig wieder Musik drin. Das hat sich stark erholt. Ärgerlich. Ja, wir waren da letzte Woche in Tacken zu früh dran. Heute steht das Ding 7% im Plus. Aber ja, wir müssen jetzt sehen, das kann jetzt hier entweder wie eine Alternative eingezeichnet sein, diese Gegenbewegung sein, die dann so im Bereich 21,5 zu Ende geht, oder tatsächlich eben schon der Auftakt zum Abschluss dieser gesamten Korrekturbewegung. Dazu ist es aber aktuell noch zu früh. Wir warten jetzt auf weitere Bestätigungen und werden dann den nächsten Long-Einstieg vornehmen. Und ja, bei dem aktuellen Tempo dürfte das auch nicht lange auf sich warten lassen. Gleiches gilt auch für den S&P 500. Hier sind wir allerdings primär noch zu einem kleinen Überhang, was die prozentuale Wahrscheinlichkeit angeht, davon überzeugt, dass der hier eher eine Gegenbewegung ausbaut und dann nochmal runterkommt, weil das hier insgesamt nicht so gut aussieht, wie das im Dow der Fall ist. Aber das kann sich im weiteren Verlauf noch ändern. Primärer Fokus bleibt für uns natürlich ganz klar darauf, hier jetzt entsprechend einen Long-Einstieg zu tätigen. Und ja, dieser Tage kann man ja schon ein bisschen stolz drauf sein, wenn auch bei uns mal irgendwas funktioniert. Was den deutschen Markt anbetrifft, hier muss man ganz klar sagen, der DAX sieht aktuell von allen Indizes, auch was die begleitende Indikatorenlage angeht, mit Abstand am besten aus. Ich habe jetzt auch noch ein paar Aktien mitgebracht, Einzelaktien. Auch da lässt sich das schon sehr, sehr gut ablesen. Da sind viele dabei, die alle viel mehr danach schreien, Korrektur ist durch, wie das eben jetzt auf breiter Flur im Dow der Fall ist. Also da kann es in den nächsten Tagen schnell auch zu Einstiegen dann auf der Long-Seite kommen. Und der DAX hat jetzt hier wirklich schon entscheidende Schritte eingeleitet, um hier ein Tief zu bestätigen. Und auch hier wird ein Long-Einstieg jetzt nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Aber wir haben für uns ganz klar die Devise gefasst, dass wir jetzt hier keine Schnellschüsse starten, sondern uns das alles in Ruhe anschauen, in Ruhe abwägen und wirklich, wenn dann auch alles passt, uns dann dafür entscheiden werden, hier entsprechend dann auch in den Markt reinzugehen. Und dann entsprechend ja, von dort aus unseren Einstieg zu tätigen. Das heißt, man muss aktuell definitiv weiterhin die Option mit einplanen, dass der Markt nochmal runterkommt, also dass wir ein neues Tief ausbauen. Aber sollten wir jetzt auch im nächsten Schritt hier über 9,762 ausbrechen, dann sind das klare, gute Vorzeichen, dass diese Bewegung hier, diese Abwärtsbewegung durch ist und wir den Ausbruch starten werden. Ja, kommen wir mal zum Crude Oil. Da ist momentan ja primäre Erwartung Gegenbewegung in der Welle 4. Ja.
Alternativ wäre es, dass wir das hier nochmal direkt auf ein tieferes Tief runtertreiben. Man muss zwischenzeitlich aber auch, das hatte ich ja auch beim letzten Mal schon angesprochen, auch zwei Sachen in Betracht ziehen, dass eben das jetzt schon diese vier ist, ja. Und dafür ist es aber halt noch etwas zu früh, eben auch noch als letztes eben tatsächlich auch irgendwann mal in Betracht ziehen, ob das nicht eventuell schon alles war. Ja. Aktuell gehen wir davon nicht aus, ja. Aber das ist definitiv auch was, was man nicht komplett ausschließen kann. Beim Uso beispielsweise, auch da erwarten wir jetzt ja primär die Gegenbewegung, aber in Summe, auch wenn man sich anschaut, was wir hier nach unten angelaufen haben, hat der natürlich doch die besten Chancen, auch eventuell sogar schon komplett mit seiner Korrektur durch zu sein. Deswegen haben wir das ja hier auch entsprechend so hinterlegt. Und da werden wir dann auch nochmal schauen, dass wir da entsprechend, was die Positionen angeht, nachlegen. Ja, kommen wir zum NetGas. Das hat sich wieder gut erholt und da steht jetzt auch der Kontraktwechsel an. Der neue ist ja auch schon etwas dynamischer unterwegs gewesen. Da wollen wir jetzt im ersten Schritt hier die 1,693 überwunden sehen und dann können wir hier sehr rasch in eine Aufwärtsbewegung übergehen. Klar ist, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass das hier nochmal tiefer runterkommt. Das können wir nicht negieren, ja, diese Option. Aber es sieht auf jeden Fall mal zumindest gut aus, dass wir hier nochmal eine ausgeprägte Gegenbewegung sehen. Die kann uns halt hier in NetGas auch mal schnell hier Richtung 1,97, $2,11 hier oben bringen, bevor das dann wieder nochmal nach Süden abtaucht. Also auch das, sowas muss hier aktuell noch mit eingeplant werden, denn wir haben das eben hier jetzt auch mal mit den Retracements so hinterlegt. Es könnte einfach ohne weiteres sein, dass das hier unten erst die 3 gewesen ist und wir jetzt die 4 machen und wie gesagt, die hätte dann als Ziel hier oben 1,97 bis $2,11 vor sich. Also von daher halten wir es weiterhin für den richtigen Schritt, dass wir hier eben zwischenzeitlich den Hedger wieder komplett aufgelöst haben. Ja, eine interessante Entwicklung aktuell auch beim Euro-US-Dollar. Der hat sich jetzt wieder nach oben gedrückt, nachdem er ja ein neues Tief ausgebaut hat. Wir werden ja auch hier das gleiche Thema verfolgen wie bisher auch. Wir warten ab. Was wird das hier? Kriegt er hier eine vernünftige Aufwärtsbewegung hin? Kann dann ein Impuls jetzt hier ausgebaut werden oder nicht? Ja, wenn ich mir das bislang so anschaue, dann ist das hier aber eher bislang wieder in der Kategorie Geschnetzeltes mit Soße anzusetzen. Man kann das natürlich jetzt hier, wenn man das möchte, hier in so eine fancy Diagonalgeschichte reinquetschen. Ja, aber ich bin da halt kein besonders großer Freund davon und selbst das ist schon sehr schwierig. Wenn ein Markt irgendwo hin will und dass die Richtung stimmt, dann ist meistens der Weg des geringsten Widerstands der Weg, den der Markt geht. Und das sieht mir hier aktuell schlicht und ergreifend nicht nach dem Weg des geringsten Widerstandes aus, hier so eine Struktur auszubauen, die hier schon wieder mit Überlappungen ist. Und wie gesagt, selbst ein Diagonal, das kriege ich hier schon nicht mehr wirklich rein. Also das sieht doch eher danach aus, dass sich das Ganze hier auch wieder durchaus um irgendeine korrektive Nummer handeln könnte, außer das sind jetzt hier mehrere 1-2s nacheinander, aber dazu passt halt auch wieder die Unterstruktur nicht. Und auch wenn man sich aktuell hier den Dollar-Index anschaut, auch hier riecht das doch eher danach, dass der hier nochmal einen draufsetzt und hier oben die Alternative abgreift und eben hier nochmals höhere Kurse anläuft. Also aktuell ist hier in beiden Märkten erstmal Finger weg angesagt für uns. Wir werden jetzt abwarten, ob sich diese Struktur zu was entwickelt, was man handelt kann. Bevor dem nicht so ist, lassen wir das in Ruhe laufen und werden das weiter abwarten. Aber ja, ich meine, was man aktuell mal betrachten muss, auch von der fundamentalen Seite, da werden wir immer danach gefragt oder wurden ja auch in der Vergangenheit immer danach gefragt. Unser Ziel ist ja Dollar-Euro-Parität oder sogar knapp darunter und dann eine brutale Rallye im Euro-US-Dollar. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal aktuell an, was hier gerade weltweit passiert. Betrachtet man mal die Inflationierung des US-Dollars, die jetzt hier vonstatten geht, respektive eben auch die Entwicklung im Euroraum, wobei ich ganz klar der Meinung bin, dass wir jetzt insgesamt, denke ich mal, für den Euroraum besser aufgestellt sein werden, ja, insbesondere auch durch unsere auch starke Nähe, was die asiatischen Märkte angeht, gerade durch die Automobilindustrie etc., ist es einfach, wäre es ein logischer Schritt, ja, wenn wir jetzt eben hier entsprechend eine Abwertung des Dollars in den nächsten Jahren erleben würden, ja, und dass dann der Euro davon eben massivst profitieren könnte. Denn der Euro hat auch gegen andere Gegenwährungen in letzter Zeit auch einiges am Boden gut gemacht. Und das würde uns auch hier jetzt nicht überraschen. Das könnte also diese Bewegung durchaus einleiten, also dass diese Korrektur im Euro jetzt auch tatsächlich komplett zu Ende geht, ja. Und wir dann erstmal vorläufig hier
dann natürlich eventuell auch das Hoch im Dollar-Index sehen würden, wobei das kann man ja auch nicht 1 zu 1 münzen, der Euro ist ja nur 50%, aber dass der Euro dann tatsächlich von dort aus die Chance hätte, hier eine richtig krasse Aufwärtsrallye zu zünden, auch wenn man da mal auf einen längerfristigen Chart schaut, dann hätten wir da wirklich sehr, 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 sehr gute Chancen, da in der Richtung eben ja, was hinzubekommen und damit dann entsprechend dieses Szenario zu realisieren, ja, denn ich glaube nicht, dass wir ganz in diesem krassen Maße, das ist jetzt mal hier ganz simplifiziert dargestellt, ja, also entweder es kommt das hier, was wir momentan ja auch als primäre Option drin haben, oder es kommt halt tatsächlich so, dass wir das hier halt eben, ja, abgeschlossen haben, respektive jetzt dann zeitnah abschließen und wir dann von dort aus in Richtung Norden durchziehen. Also das ist eine realistische Option, das würde auch aktuell ganz gut zu dem Gefüge passen, ne? Und ich denke mal, dass wir da in Europa weniger machen würden wahrscheinlich, als was in den USA passiert, weil man da doch etwas zögerlicher sein wird, aber die Amerikaner natürlich auf einen wesentlich schwächeren Dollar dann auch in Zukunft stärker angewiesen sein werden, wenn sie es ernst meinen mit dem Aufbau ihrer heimischen Wirtschaft, weil für die natürlich dann auch wieder in Zukunft eine gewisse Exporteurrolle eine Rolle spielen wird, ja. Um eben da dann auch zu Hause entsprechend die Jobs zu schaffen, die teilweise in den letzten Jahrzehnten natürlich weggefallen sind, weil die Sachen eben nach China abgewandert sind oder in sonstige Länder abgewandert sind. Ja. Und dann ist natürlich hier klar eine etwas abgewertete Währung von Vorteil. Das wird ja auch alles nicht über Nacht gehen. Ja. Aber das ist eben eine Entwicklung, die wir hier durchaus kommen sehen. Also aus dem Chart heraus würde die sich dann auch anbieten. Und das würde es natürlich auch die fundamentale Situation unterstreichen. Ja, schauen wir noch auf Bitcoin, Ethereum. Bei beiden momentan, das ist wirklich also ein sehr, sehr unschönes Chartbild, was wir hier sehen. Ja, dass das tatsächlich eine impulsive Bewegung wird, ist im Rahmen des Möglichen, aber so richtig überzeugend ist es nicht. Bei Ethereum haben wir es auch noch nicht als primären Verlauf hinterlegt, zumindest nicht solange der Markt sich hier unter 171 hält. Da muss man eben hier jetzt auch in Betracht ziehen, dass das Ganze hier so eine Art Dreieck wird, ja, und wir dann von dort aus nochmal nach unten zusammenbrechen. Also das sieht hier alles in allem noch nicht gut aus. Deswegen hatten wir uns auch entschieden, wir hatten es ja letzte Woche mal probiert. Der Markt hat den Ausbruch nicht aufgenommen und deswegen haben wir jetzt erstmal entschieden, hier keinen weiteren Long-Versuch zu starten, sondern uns erstmal darauf zu konzentrieren, zu warten, ob der Markt hier die Strukturen erfüllen kann, die Ziele anlaufen kann, wir dann einen Einstieg tätigen oder eben respektive, wie im Ethereum auch angedacht, wir sehen, dass der Markt direkt wieder zusammenbricht, um dann einen entsprechenden Einstieg zu tätigen. Ja, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich bringe auch mal ein paar Aktien mit, beziehungsweise ja, eben um da jetzt auch mal ein bisschen Content hier zu zeigen, auch was unsere Aktienpakete angeht. Ja. Hier ist es ganz klar, es sieht sehr, sehr gut aus, was DAX-Titel angeht. Also ich habe jetzt hier mal ein paar ausgewählt, mal als erstes mal die BASF. Da muss man schon sagen, es ist teilweise immer wieder, auch nach so vielen Jahren, wo wir das hier machen, schon erschreckend, wie präzise diese ganzen Modelle und Berechnungen trotzdem funktionieren. Also den Count und das ganze Thema, wie wir es sehen, was wir für eine Erwartung haben und so weiter, das sind ja alles Dinge gewesen, die hatten wir ja schon auf dem Chart. Da war von der ganzen Thematik hier nicht die Rede. Ja. Man muss auch hier ganz klar anerkennen, auch jetzt hier in dem Falle von BASF, diese Aktie. Ich werde das wahrscheinlich nochmal umstellen. Also die Berechnung ist eigentlich jetzt hier auf Basis der Alternative, aber das tut jetzt nichts zur Sache, dass de facto diese Aktie auf jeden Fall schon seit 2018, Anfang 2018, wenn nicht eventuell sogar schon seit 2015, ja, sich in einer Korrektur befunden hat. Ja. Und das jetzt hier einfach der letzte Akkord dieser Korrektur ist, den wir jetzt dann zum Glück auch nochmal in einem sehr vorgespulten Modus haben. Aber was einfach das Interessante ist, trotz dieses brutalen Ausverkaufs und dem, was wir die letzten 2, 3 Wochen gesehen haben, hat sich diese Aktie präzisest an die Vorgaben gehalten. Und wir haben hier wirklich eine absolute Punktlandung auf dem 618 Retracement hingelegt. Also das ist, war 37, 35 war das Tief und das Retracement ist bei 37,14. Also ich denke mal, in Anbetracht dessen, was wir hier erlebt haben, ist das mehr als beeindruckend. Wir haben unseren Zielbereich damit abgearbeitet und ja,
Wir gehen jetzt hier davon aus, dass es jetzt hier zu einer Trendwende in diesem Titel kommen kann. BASF hatte ich schon ein paar Mal angesprochen, hochinteressante Aktie, sehr gute Dividendenrendite, insbesondere unter 40 Euro. Die ist dann bei über 8%. Ich meine, man muss sich jetzt mal überlegen, wo kriege ich jetzt die, habe ich jetzt die Möglichkeit, 8% zu machen? Ja. Da ist natürlich dann im Weiteren eben die Frage, auch zur Dividendenrendite gesehen, ja, okay, könnte sein, dass die noch etwas, dass die vielleicht etwas zurückgeht, mal kurzzeitig. Aber auch wenn ich mir das jetzt hier mal nochmal anschaue, was ich natürlich letzten Endes an Risiko gehe, um dann eben auch diese Dividende mitzunehmen, vom Kurs her gesehen, ich habe jetzt einen sehr günstigen Einstiegskurs, das ist das eine, ja, und zum anderen, das Kursziel, das Kurspotenzial dieser Aktie anhand dieses Setups, was wir jetzt hier sehr wahrscheinlich ausgebaut haben. Das nächste Ziel dieser Aktie liegt bei 196 Euro. Und es ist mir völlig egal, was gerade viele Leute erzählen ihnen da draußen und was da auch an Panik verbreitet wird und an Schwachsinn. Ich darf hier natürlich wie immer keine Namen nennen, ja, aber kann sich ja jeder mal ein bisschen recherchieren. Wenn ich sehe, dass diese Leute, die jetzt auf der einen Seite die Panik verbreiten und hier vom kolossalen Untergang faseln und was weiß ich nicht alles, ich glaube, all denen ist noch nicht mal im Ansatz bewusst, was sie da eigentlich sprechen würden. Ja? Ich meine, ich habe da letztes Mal in einem der Webinare auch schon diese scherzhafte Geschichte gemacht, hier mit anstatt in God we trust, in Glock we trust. Das ist dann die Situation, die wir haben. Und da sollte sich jeder besser bewaffnen, als dass mich dann irgendwas noch im Aktienmarkt interessieren würde. Aber ich glaube nicht, dass es da dazu kommen wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, von diesen ganzen Herrschaften, ja, ihre, wie auch immer man das nennen möchte, Sachwert, Arche, Sicherheits, Schlag mich tot Fonds, ja, wenn ich aktuell sehe, wie die performen, ja, die sind teilweise als Sicherheitsfonds, ja, jetzt 20% knapp im Minus. Die sollen mich ja vor dieser Krise schützen, dann haben die kläglich versagt, ja, und wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich bezweifeln, was denn bei denen an ihren Aussagen nachher ernst zu nehmen ist, wenn man es eben nicht mal mit dem, was man, mit dem man sich absichern möchte oder anderen als Absicherung verkauft, sich zu schützen, ja, und irgendeinen Vorteil zu haben gegenüber, dass man einfach in Cash unterwegs ist aktuell, ja, weil was hilft mir das, wenn ich trotzdem 20 oder 30% jetzt im Minus bin, ja, da riskiere ich lieber mein Cash, ja, oder mehr von meinem Cash, als dass ich da mir dann dort Verluste reinziehe, die dann nachher genauso hoch sind wie das, was der Markt verloren hat. Hätte ich auch gleich in den Aktien drin bleiben können. Also, das muss man mal bitte hier in Relation setzen. Wir geben da gar nichts drauf. Das sind Dinge, an die ich mich halten kann. Das ist Mathematik, ja. Und das ist das, was mich hier interessiert. Und ich sehe, dass selbst in so einer Anführungszeichen krassen Krise sich ein Titel so präzise daran hält, dann hat es für mich, habe ich darin mehr Vertrauen als in irgendwelches Geschwafel oder irgendwelche Theorien, die jetzt hier gerade verbreitet werden. Das kann man beliebig weitermachen. Nächste Aktie. Bayer, perfekt auf dem 88,7 gelandet. Auch hier dieses Szenario hatten wir lange bevor das losging. Haben wir jetzt hier nochmal richtig impulsiv in der 5 hinten ausverkauft, seitdem die Aktie sich stabilisiert, abgefangen. Auch hier ein Titel, in dem wir sehr wahrscheinlich zeitnah einsteigen werden. Und auch hier immenses Aufwärtspotenzial in dieser Aktie sehen. Ja. Die notiert auf vergleichbaren Kursen. Also wenn ich jetzt hier die Extensions ziehe, komme ich nachher auch auf vergleichbare Ziele. Ja. Können wir beliebig weitermachen. Ja. Beiersdorf, auch ein interessanter Titel aus dem DAX. Allerdings hier, ja, aber auch hier kann man von präzise sprechen in meinen Augen. Das haben wir hier gut abgearbeitet, hat den Zielbereich angelaufen. Also auch das sieht hier gut aus. Klar, das muss noch mit eingeplant werden, dass die hier nochmal tiefer zurückkommt, aber die hat jetzt auch schon eine gute Reaktion gezeigt auf diese aktuelle Entwicklung. Auch hier sind wir guter Dinge, was das ganze Thema anbetrifft. Ja. Da könnte man sich jetzt auch im aktuellen Umfeld überlegen, das hatten wir auch schon in Betracht gezogen, ob man gegebenenfalls eben diese Korrektur etwas, also noch eine Ebene nach unten zieht. Ja. Also sprich, dass wir das eben dann hier als 1, 2, 3, 4, 5 von dieser 3 ziehen, ja, und dann kommt man eben zu dem Resultat, dann passt das hier sogar noch besser mit der Korrektur, ja. Also das ist auch eine Option,
Aber wie dem auch sei, präzise, das ist das Stichwort, trotz dieser Abverkäufe, wie diese Titel sich an diese Szenarien gehalten haben. Nächster Titel, SAP, auch hier das gleiche Thema, ja, auch hier präzise 38,2 angelaufen, sich dort gefangen, jetzt eine Gegenbewegung. Hier wird sich jetzt zeigen, okay, war's das? Kommen wir nochmal tiefer runter? Ich tendiere eher dazu zu sagen, das war's wahrscheinlich hier bei der Aktie. Und auch hier steht ein Einstieg bevor. Also bitte lassen Sie sich davon nicht schalu machen. Solange das funktioniert, mache ich mir keine Sorgen, ehrlich gesagt. Ja, das ist für mich oder für uns schon immer die Bestätigung dessen gewesen, dass das, was wir hier tun, das Richtige ist und dass das die wahre Sicherheit ist und nicht irgendwelche vagen Theorien und Verschwörungen oder sonst irgendetwas. Natürlich sollte man nicht viel glauben von dem, was einem großenteils erzählt wird, ja. Aber die Theorien, die sich hier manche zusammenstricken und die glauben, irgendwelche komplexen Zusammenhänge zu begreifen, denen wäre, glaube ich, aus unserer Sicht allen mal besser getan, mal überhaupt mal die Grundmechanismen so eines Finanzmarktes und die Mathematik dahinter zu verstehen, respektive die Mathematik von Populationswachstum und Systemen zu verstehen, bevor man sich dann zu solchen anderen Theorien hinreißen lässt, damit Leute mitreißt, Leute verängstigt und sie nachher dann eben um die Chancen bringt, ja, die sich jetzt eben hier am Markt bieten, weil wenn sie jetzt eben im Keller hocken, die Fensterrollläden runterlassen und dort bibbern und auf der Unterlippe rumkauen, damit werden sie kein Geld verdienen in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist auch klar. Und hier kommen Einstiege zustande, die sind halt schon ja, ziemlich phänomenal, wie man gerade eben auch an den Beispielen gesehen hat. Ja, auch zu den US-Aktienindizes bzw. Einzelaktien aus dem Dow-Paket. Auch mal zwei, drei interessante Titel rausgesucht. Einer meiner, für mich eine der Top-Aktien im Dow, Microsoft. Endlich mal seit langer Zeit hier, im Endeffekt eigentlich seit 2008 und 9, ja, eine richtig gute Korrektur hingelegt, diese Aktie, auch obwohl sie schon massive Kursanstiege hingelegt hat, aber wenn wir uns das anschauen, trotzdem ist das eigentlich von der Gesamtdynamik noch eine Aktie, die auch noch recht frisch unterwegs in den Kinderschuhen steckt, wie ich finde. Hier eine Basis 1, 2 hinterlegt, jetzt diese große 3, jetzt hier die 4 runter. Wir sehen hier gute Chancen, dass wir die 123 hier noch anlaufen und dann von dort aus hier die weitere, ja, Eskalation, kann man glaube ich sagen, dann hier im Rahmen eben dieser weiteren Welle 5 hier oben. Da würden wir dann eben hier ja in Richtung mal vorsichtig gesprochen 232 Dollar gehen, aber man muss ja dann die Gesamtstrecke sehen, die wird dann eben hier gehen. Also das sind ja dann auch wieder 100 Dollar, die die Aktie dann hier nach oben wieder Potenzial eben hat hier zuzulegen und das kann sich. Also das ist jetzt ja nur die aktuelle Projektion dieser Bewegung. Man muss ja bedenken, als man das hier unten projiziert hat, ja, da können sich ja hier auch Bewegungen noch weiter extendieren. Denn wenn ich jetzt hier, das ist ja hier die Extension von dem Basis-One-Two, die wir hier eingezeichnet haben. Das heißt, wenn ich mir das jetzt eben hier insgesamt natürlich anschaue, dann hätte man eben hier zu dem Zeitpunkt, als ich diese Extension hier gezogen habe und das noch nicht passiert war, wäre ja mal zunächst das Ziel bei 112 gewesen. Ja, und das Ziel für die 5 eben hier oben. Aber das hat es ja weggehauen. Das heißt, das war dann gerade mal die 3 von der 3. Und wir wissen noch nicht, welche Extension hier kommen. Das ist jetzt mal eine Grundannahme, dass wir das erreichen können. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht ausreichend sein wird, um dann eben den Endpunkt eben dieser Aufwärtsbewegung hier in der 5 dann eben entsprechend zu definieren. Und auch hier, wenn wir das mal ein bisschen zeitlich in Perspektive setzen, diese letzte Aufwärtskaskbewegung hier, die hat uns jetzt eben hier von Januar 2020 und zuvor seit dem Februar 2009 begleitet. Also das ist schon ein langer, langer Zeitraum gewesen und diese nächste Bewegung wird uns sicherlich auch auf mehrere Jahre hinaus hier dann in diesem Titel beschäftigen. Das zeigt auch nochmal ganz klar, in welchen Dimensionen wir uns hier aktuell bewegen, respektive eben ja auch letztlich ja welche Markanz eben dann diese Einstiege hier auch aufweisen werden für die weitere Zukunft. Ja, dann haben wir noch auch einen sehr interessanten Titel. Ich weiß, da sind aktuell auch viele natürlich nur noch auf eines eingestimmt, den Abgesang auf dieses Unternehmen anzustimmen und hier das jetzt hier alles für tot zu erklären etc. Rede ist von Boeing. Ja, die Aktie hat es hart erwischt, keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden.
Ich glaube, das ist, also ja, ist sicherlich für so ein großes Unternehmen natürlich ein brutaler Abverkauf gewesen, den wir jetzt hier eben aktuell in diesem Umfeld erlebt haben, ne? Aber nichtsdestotrotz muss man hier natürlich ganz klar sagen, also die Aktie ist für uns, wenn viele jetzt behaupten, die wird aus dem Handel genommen und so weiter. Also man muss mal verstehen, was Boeing ist. Boeing ist der größte Rüstungskonzern der Welt. Boeing, sein größter Auftraggeber, ist die US-Regierung. Ja. Dieses Unternehmen wird nicht vom Markt verschwinden. Also das ist für mich, ich sehe da keinen Grund, warum die verschwinden. Ja, ich könnte mir nur vorstellen, dass die vielleicht noch mit einem der anderen großen Rüstungskonzerne fusionieren. Ja, sowas wäre noch vielleicht eine denkbare Option. Aber ich glaube, A, die werden zum einen weiterhin in Zukunft auch Passagierflugzeuge bauen, das ist der eine. Und die werden auch weiterhin stark in der Rüstung sein. Also ich sehe nicht, dass dieses Unternehmen untergeht. Und das könnte eine der krassesten Aktien werden aus Sicht der nächsten Jahre, was den Einstieg angeht. Denn wir haben jetzt hier auch trotz dieses Themas, das haben wir auch schon länger dann angepasst, nachdem halt eben hier die Aktie unter 2,35 ist, war das dann eben die Option hier unten und es hat sich auch an diesem Verlauf dann sehr gut gehalten. Wir haben jetzt hier am 78,6 gestoppt, wirklich gestoppt, kann man sagen, ja. Und das, so wie das eben hier aussieht, ist das für uns eine ganz klare Entwicklung, dass das hier eine riesige 2 ist. Das heißt, wir haben das erste ein große 1-2 auf Multi-Jahresbasis hier in Boeing ausgebaut. Und aufgrund dieses Setups reden wir hier im nächsten Schritt, hoffe, Sie sitzen alle, von einem Kursziel von über 800 Dollar für diese Aktie. Das wird nicht morgen passieren, auch nicht übermorgen, aber wenn sich das alles weiter so bestätigt, dann ist das so ein Titel, mit dem können Sie in Rente gehen. Ja? Das heißt, die Aktie jetzt war ja schon mal in der Spitze bei über 400 Dollar, jetzt bei knapp über 100 Dollar. Wir werden die zeitnah einkaufen bei uns und dann ist das, ja, dann kann man das Ding mal liegen lassen und mal abwarten, wie es läuft. Ja? Denn wie gesagt, davon, dass der Laden untergeht, davon gehe ich nicht aus. Ja, abschließend noch zwei weitere Aktien. Cola, auch das so ein Titel, brutal zurückgekommen. Ich sehe auch hier aktuell noch nicht unbedingt das Ende dieser Korrektur gekommen. Da sind durchaus noch Kurse hier im Bereich von 34 drin. Auch ein langfristiger Titel mit Perspektive. Ich glaube nicht, dass die Amis aufhören werden, Cola zu trinken oder die Welt. Das noch ein Titel aus dem DAX, Continental. Auch für mich eine sehr interessante Aktie. Auch hier die primäre Erwartung, dass wir hier ein 1-2-Setup ausgebaut haben. Auch damit das Ding riesiges Kurspotenzial. Die war schon bei über 200 Euro. Das wird natürlich das Ganze nochmal immens nach oben treiben. Und last but not least auch nochmal ein Blick auf den Fastfood-Riesen McDonald's. Der hat jetzt hier eine sehr, sehr große 4 sehr wahrscheinlich ausgebaut. Könnte auch schon fertig sein, was die Extensions angeht. Definitiv hätte noch etwas Platz. Hat jetzt auch schon sehr stark wieder reagiert. Das war auch im letzten Jahr für uns ein sehr guter Trade. Da werden wir auch definitiv wieder einsteigen. Also auch das ein hochinteressanter Titel. Also hier sind wir auch weit vom Untergang entfernt. Das sind alles Top-Korrekturen, weil es einfach Top-Einstiege hervorgebracht hat. Ja. Ja, damit sind wir am Ende dieses Webinars. Ich möchte einfach nochmal dass es wirklich für alle klar ist, wir sehen das hier als riesengroße Chance. Ja. Und als die sollte man das auch begreifen und mit Angst und negativer Einstellung jetzt an diese Sachen heranzugehen, ist der absolute Fehler in unseren Augen. Man hat hier wirklich die Chance, langfristig ein wirkliches Vermögen aufzubauen, wenn man diese Chancen jetzt ergreift und in diese Titel dann auch mit einsteigt. Und auch in den anderen Märkten dann entsprechend sich an die Vorgaben hält und hier nicht irgendwelchen Rattenfängern aufsitzt oder irgendwelchen Theorien aufsitzt, die sich jetzt schon in großen Teilen teilweise nicht als haltbar erwiesen haben. Also bitte da einfach einen kühlen Kopf bewahren, abwägen, sich die Vergangenheit anschauen und realisieren, nach jeder Krise kommt der große Aufschwung und ich gehe auch nicht davon aus, dass es jetzt anders laufen wird. Und wie unsere Mama Merkel sagen würde, wir schaffen das. In diesem Sinne, bis zum Donnerstag und eine schöne, erfolgreiche Woche bis dahin.